Das ist das neue Walter Klingonenmesser, wie ich es nenne. Was es kann und für wen es gedacht ist, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun dieses, ich nenne das jetzt einfach Klingonenmesser von der Firma Walter. Das Ganze ist ja relativ neu rausgekommen, gleich in Kombination mit einem, wie ich meine, sehr brauchbaren und auch sehr schönen Messer, diesen Walter. Das habe ich auch schon einmal vorgestellt, Link findest du da oben. Und zwischen den beiden Messern sind Welten. Und zwar was die Brauchbarkeit betrifft, aber Optik, ja, das will ich nicht bewerten, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Das Holz und insgesamt das Messer liegt sehr gut in der Hand, es ist angenehm, nur wenn ich mir so die Klinge anschaue, dann habe ich immer gleich von Anfang an die Frage gestellt, was soll ich mit dem Teil? Und diese Sache hat sich nicht ernsthaft geändert, das möchte ich gleich sagen. Hier haben wir einen Wellenschliff, ja, der halt einfach da drauf ist, dann da haben wir ein Zugmesser, ja. Wir werden uns das da nachher anschauen, das funktioniert gar nicht mal so schlecht, das ist okay. Der Teil hier, der ist wahrscheinlich zum Hacken gedacht. Da oben, ja, das ist halt einfach so. Und da, damit man, weiß ich nicht, die Bierflasche aufmachen kann. Und insgesamt eine, ja, arge Optik, wie ich das jetzt mal nennen mag. Da hinten gibt es dann noch einmal einen Bereich, dass man was aufschlagen kann, aufbrechen kann. Oder das Ganze als Selbstverteidigungsmesser, naja, gut, Selbstverteidigungsmesser ist sowieso so eine Sache für sich, aber egal, verwenden kann. Das Ganze wird geliefert in, ja, so einer Nylonscheide. Die ist innen drinnen noch einmal mit einem Schnittschutz versehen, damit man das Ganze jetzt so aufschneiden kann. Das Ziehen, ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Exemplar jetzt der Fall ist, das ist nicht so einfach, das hakelt manchmal ein bisschen, also es geht manchmal ein bisschen strenger raus, muss man dann, das ist, liegt wahrscheinlich an diesem Teil hier. Aber schauen wir es uns mal ein bisschen in der Praxis an. Ja, das Problem ist natürlich, dass ich jetzt mit diesem Wellenschliff da nicht wirklich schnitzen kann. Das funktioniert leider alles nicht vernünftig. Was nicht so schlecht funktioniert, gut, das ist jetzt ein bisschen zu kurz, das Stück, nehmen wir das hier her, so, dass man mit diesem Zug hier kleine, feine Späne rausziehen kann. Das funktioniert natürlich sehr gut. Das war eh klar. Ich weiß nicht, ob das der Hintergrund ist. Damit kann man schöne Locken machen, die man dann nachher zum Anzünden mit Feuerstahl oder anderen Dingen verwenden kann. Also das funktioniert wirklich gut, da gibt es gar nichts zum Meckern. Und natürlich auch die Hackeigenschaften sind jetzt gar nicht mal so schlecht, das ist klar, weil es auch ziemlich schwer ist, es ist relativ dick. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dieser Bear Grylls Gerber Mini Hatchet, also kleinen Beilchen, dann geht das Beil natürlich noch einmal ein Stück besser rein. Aber für ein Messer, besonders auch in der Preisklasse und in der Ausführung, kann man mit dem Teil, mit diesem Walter-Teil, recht gut hacken. Da gibt es überhaupt nichts zum Herumsudern. Leider, und das muss man halt einfach dazu sagen, ist das mit dem Wellenschliff für uns, die ein bisschen schnitzen wollen, leider nicht so geeignet. Aber es ist ganz einfach so, kann man nichts dran ändern. Der Klingenrücken, der ist auch scharf gehalten, das heißt, auch die Bedienung eines Feuerstahls ist ohne Probleme möglich. Also auch den letzten Feuerstahl meines Lebens kennst du ja auch. Gebe ich da den Link zu dem Video. Ja, mehr kann ich zu dem Messer ganz einfach nicht wirklich sagen, weil es ist halt einfach ein riesiger Klopfer und ja, das muss man ganz einfach mögen. Das Design muss man mögen. Ich wollte es ganz einfach einmal vorgestellt haben. Ja, das war's zu dem Video. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Was hältst du von diesem Messer? Hast du es vielleicht selbst? Ich bin ja eher der Meinung, dass das etwas für Sammler ist oder für Leute, die einfach, oder für Menschen, denen das Design ganz einfach taugt. Und da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Aber ich mag dir um einen Kommentar bitten, wie du das siehst. Aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Alle Produkte, die ich da zeigt habe, Link findest du da unten. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein Reini Rosser und bis bald. Ciao.